Die Federn. Ich glaube, die habe ich draußen. Die Fenkel drinnen. Der Rest ist eigentlich alles. Wo hier die. Ne, alles drinnen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier drin, draußen einsortieren und danach ganzes Zeug von drin. Ganz in Ruhe. Charcoal. Vielleicht auch noch eine ganze Menge irgendwo. So, fangen wir an. Die Nägel kommen hier rein. Vor allem müsste es ja nicht mal immer verkraften, aber. Oder verbauen. Wen verbauen? Weil, guck mal, voll. Ich hatte tatsächlich hier Metal Scraps und so voll. Sogar noch welche übrig. Reifen. Haben wir eigentlich ein ganzes Paar, ja? Sehr schön. Einen ganzen Satz Reifen. Zündkerzen haben wir heute auch mal ein paar mehr. Wahrscheinlich schon wieder zu viele. Alles Sachen, die wir eigentlich demnächst mal liegen lassen können. Oder wir bauen uns halt noch ein paar mehr Autos, die wir dann halt hier als Reserve nutzen können. Das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Dass wir halt mal losfahren und uns ein paar Autos zusammenbauen. Oder wir suchen einfach ein Pickup und machen den fertig. Oh, hier, warte mal, da war ein Fehler. Hier war nur erzmäßig. So, was habe ich da noch alles dabei? Das hat keinen Platz mehr gehabt, das hatte keinen Platz mehr. Das auch nicht. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Ja, nehmen wir jetzt Sachen für drinnen. Die Munition, das Trinken, das Essen, das Essen, das Salz, die Painkiller und die Antibiotikum nachher auch und die Cola. So. Mal fix einsortieren. Ja, tatsächlich, weil tatsächlicherweise geht meine Stimme jetzt gerade heute, wo ich Zeit habe, weg. Auch wirklich ein super geiler Zufall. Als wenn es gerade nicht sein sollte. Kein Beef, hab ich keinen. Okay. Ja, Tomaten sind auch. Obwohl doch, wir haben kein Beef. Dann würde ich sagen, wir tun den Beef weg und lassen die Tomaten erstmal hier. Ja, nicht Tomaten. Früchte. Wir müssen viel, viel mehr essen. Weniger jagen, mehr essen. Heißt, wir wollen mit dem Jagen auch jetzt erstmal warten an. Brauche ich auch nicht. Ich hab's nicht nötig. So, Antibiotikum. Painkiller. Also wäre das ein Multiplayer, wäre ich gut vorbereitet. Ich habe alles Mögliche doppelt und dreifach. Munition. So. Dann kann ich nochmal, was habe ich gerade gesehen gehabt? Genau, deine Crowbar kann auch hierher. Haben wir jetzt mal einen hier liegen. Und dann sind wir auch schon durch. Muss ich mir überlegen, wo ich hier nicht mit dem Metal Scrap und so gehe. Guck mal, das Gunpowder nehmen wir mal raus. Und die Military Component Box, ich habe vergessen, wofür die war. Das Gunpowder kann nämlich eigentlich mit hier rein erstmal. Brauchte ich die nicht für. Warte mal. Wofür brauchte ich die nochmal? Braucht man die für irgendwas, was ich hier craften kann? Irgendwie nicht. Zum Reparieren vielleicht? Nö. Zum Sägen natürlich auch nicht. Könnte man hier was einmal craften? Nein, 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 nein. Nö. Oh nö. Ja gut. Schön, dass wir dann davon solche haben. Ach, die war doch das eine Mal für die Aufwertung von von der Reloading Bench, glaube ich. Aber warum haben wir denn jetzt 4, 5 Stück?
Weiß nicht. Aber was ich weiß, ich muss mal eben ganz kurz pinkeln gehen. Ich speichere eben. Gehe mal ganz zur Toilette und bin dann gleich wieder da. Jetzt, jetzt geht das. So, jeden Abend brennen wir diese scheiß Uhr das Ohr weg. Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Nachdem das gestern so wundervoll lief. Geht heute von weiter mit Mist. Hoffen, dass wir heute mal länger als anderthalb Stunden durchhalten. Und während das dann jetzt erstmal startet. Mache ich mir noch meinen Kaffee fertig. Und dann geht das gleich los. Heute habe ich auch keinen Bock auf irgendeine große Ansprache oder so weiter. Nee, muss nicht sein. Aber Kaffee muss sein. Und ich habe auch so ein geiles Gedächtnis. Ich habe jetzt schon mal vergessen, womit ich gestern aufgehört habe. Heute Mittag wusste ich noch. Genau, ich wollte in diese Wohnsiedlung zurück. Ich wollte heute weiter die ganzen Häuser durchkämmen. Ich glaube, zwei habe ich gestern gemacht, ne? Genau, ein Haus und diesen kleinen süßen Campingplatz da. So. Continue. Preparing. Genau, also. Das ist Nacht? Ja. No. In der Nacht wollte ich eigentlich nicht losfahren. Weil wegen. Nein. Musste das Fertiglevel jetzt hoch sein oder runter? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, umso höher das Erschöpft-Level ist, umso schlechter ist es ja rein theoretisch. Aber jetzt ist es dunkel. Schlafen wäre eigentlich gerade sinnvoller. Aber der schläft nicht, wenn der keine, wenn er genug Stamina hat, oder? Wir probieren es mal aus. Komm. Wir schlafen einfach mal. Wir haben es 20 Uhr. 7 Stunden, dann wird es langsam wieder hell. Zumindest langsam. Gut, es ist stockduster draußen. Aber es wird langsam hell. Warum nimmt eigentlich die Hintergrundgeräusche hier nicht mit rein? Audio. Also Audio war wirklich vollkommen voll. Warte mal, vielleicht ein bisschen höher. Aber es ist wirklich leise. Und ich verstehe nicht warum. Also, das ganze, die ganzen Grillen sind mega leise. Das Laufen wiederum geht. Aber die Grillen sind leise. Das ist gut. Bringt mir ganz, eine ganze Menge. Das schlägt den Pegel wirklich so laut an, also da bin ich ja wirklich hart begeistert von. Ja, gut. Warum hier nicht immer das Feuer Barrel stehen? Ich glaube, das hatte ich wegen Licht am Anfang, wo ich den Strom noch nicht hatte, ne? Ich glaube, so ist das Licht sowieso besser. So, das ist alles an. Perfekt. Gut. Hatte ich noch Barren hier drin? Weil da kann ich nämlich auch erstmal die 8 Dinger reinschmeißen, um erstmal die Barren zu kriegen. Solange ich keinen Platz dafür habe, weil gestern habe ich. Ach stimmt, ich habe mich ja richtig vollgeballert gehabt. Ich habe gar keinen Platz mehr gehabt, ne? Stimmt. Dann könnte ich ja, bevor ich wieder zurückgehe, erstmal hier weitermachen. War das bei B? Oder wo hat man nochmal die Zäune gebaut?
Fallen ging gar nicht. War das nicht immer B? Ach da. Livestock Fans. Viel Platz lassen sollen wir nicht. Wissen wir noch vom letzten Mal. Aber ein bisschen was brauchen wir schon. Noch viel geiler, noch viel freier hier bewegen. Dann kann uns keiner mehr warten. Und dann können wir uns mal überlegen, dass wir uns mal diese Base in der Stadt bauen, was ich überlegt hatte. Aber bis das soweit ist, wird das noch ein bisschen dauern. Oh, super gebaut, geil. Hammermäßig. Kannst du das dran machen? Hallo? Bau das doch dran, Mann! Da drinnen sollte dann hoffentlich nichts bauen. Ich hoffe, der Platz ist zu gering. Sonst könnte man zur Not einfach, um das wirklich safe zu machen, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas spawnt, hier mal noch eine Tür reinbauen. Aber jetzt nimmt er hier sowieso gerade gar nichts mehr. Ja gut. Tür. Ist doch kacke. Wirklich jetzt. Passt doch alles nicht. Bah. Lösch das. Kann ich denn da einmal dran machen? Ich frage mich echt, warum das mal geht, man nicht. Aber wenn ich das da schön ranbaue, dann sollte es ja nicht auch egal sein. So, dann machen wir hier schön weiter. Guck mal, es klappt aber schon fast, wie ich mir das vorstelle. Auch nur fast. Dann können wir den hier löschen. Das passt trotzdem nicht. Oh Mann, warum denn nicht? Mein gutes. Ach ne, der Tisch gehört ja mit dazu. Können die da durch? Ne, ne? Hätte ich aber das Tor hier wegmachen sollen. Hier einen Zaun hin. Dann könnte man. Das sind hier freilassen eigentlich. Und dann nehmen wir das auch nochmal weg. Obwohl, warte. Aber wir lassen es einfach hier rumlaufen. Ja. Dann kommt jetzt wie geplant hier in die Tür rein. Alles etwas breit auseinander stehend, aber es ist okay. Kann man wunderbar. Und dann kann man sich hier wunderbar noch frei bewegen. Halb. Hab auch schon. Wenn wir das ums ganze Haus rum machen. Sollte das ja eigentlich gehen und safe sein. Ist ja nicht mehr weit.
Aber wir könnten doch einfach erstmal das, was wir jetzt hier haben, bauen. Was brauchen wir für alles nochmal? Stöcker und Komponenten. Aber Komponenten haben wir eine ganze Menge. Können wir einen Schrank leer machen. Das da. Hier, 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 hier und hier. Die können dann runter. Dann passen wir überall die ganze Scheiße daran. Das hier könnte auch durchgehen, ne? Das war doch Bullshit, wer denkt sich da so drauf? Hui. Warum mache ich sowas? Sieht doch voll kacke aus, Mann. So, könnte so ein extra Weg werden. Dann würde ich die jetzt alle nochmal wegmachen. Wird die alle so nah, es geht daran basteln und dann könnte man das so als extra Bereich in diesem Zaun sehen. Das würde ja auch gehen. Da müsste ich wirklich einmal komplett so nah hier rangehen, wie es geht. Ich glaube, hier drinnen bauen kann ich so eine Zäune sowieso nicht. Ach doch, geht auch. Ja, dann können wir noch einfach den hier zwischenbauen. Dann nehmen wir am besten noch einen davon. Dann nehmen wir so ein Zauntor. Kann man das nicht da machen? Warum geht das nicht? Na gut, egal, aber man kann das trotzdem das so dahinstellen, dann man den nächsten direkt hier ran. Und dann sollte das ja auch gehen. So, lassen wir das dann. Oder gehen wir um das Ganze rum? Nee, eigentlich würde es auch reichen bis zu dem Pfahl hier, ne? Heißt, wir würden das dann richtig geil hier so vorbauen. Dann schön in die Richtung. Wenn sich das mal connecten würde. Danke für nichts, Spiel. Oh, jetzt geht er, ne? Und dann können wir das nochmal hier rummachen und dann sollte das ja nicht gehen. Oder noch einmal, damit es wirklich dann auch geht. Verstehe ich nicht. So. Zack, alles dicht. Du kannst dich auch wieder hinstellen. Danke. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir hier den richtigen Abstand drin behalten, dass hier drin nichts bauen kann und dann geht das auch. Verbraucht doch nur so ein bisschen Material, also gar kein Problem. Wir haben ja fast genug. Und auch nichts Besseres zu tun in diesem Spiel, als 30 Milliarden Zäune aufzubauen. Ich hatte gerade noch eine Rampe überlegt, ja. Aber die Rampe war mir dann ein bisschen zu unsicher, ich weiß ja nicht. Können diese komischen, weiß ich nicht, Neandertaler Zombie-Viecher da irgendwie dann darüber laufen? Weil sonst wäre das nicht richtig cool, wenn ich mir das dann selber zunutze machen würde. Dass der dann einfach darüber jumpt. Das wäre auch mega cool eigentlich. Was noch viel cooler wäre, wäre gerade so ein Hotkey für das Bauen. Weil wenn man da reinzugehen, ist irgendwie doof. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier in die Richtung gehen. Sonst können wir uns hier nicht mehr bewegen.